Hallo und herzlich willkommen bei Do It Yourself Inspiration. Ich habe ja angekündigt letztes Mal, dass ich euch noch zeige, was ich mit den Seifenresten mache. Und dafür habe ich hier einmal die Seifenreste, die beim Seifenschnitzen übergeblieben sind. Und hier, das ist ein kleines Glas mit ein bisschen Wasser drin. Und diese Seifenreste gebe ich jetzt nach und nach hier zum Wasser dazu. Drückt das Ganze immer gut. Matsch das hier so schön zusammen. So, da ist jetzt immer noch Wasser über, also alles hat jetzt einmal das Wasser hier berührt, fängt auch schon ein bisschen an zu schäumen und dieses Wasser, was jetzt hier noch drin ist, das gieße ich jetzt ab. So, das Wasser ist raus und jetzt matsche ich das Ganze noch ein bisschen weiter und hole das hier wieder aus dem Glas raus. Und das ist jetzt wie eine Masse, die man kneten kann. Und aus dieser Masse kann ich jetzt eigentlich ähnlich wie mit Fimo irgendwas Hübsches formen und trocknen lassen und dann als Seife verschenken. Und ich werde jetzt einfach kleine Seifenkügelchen formen. Oder man kann auch so kleine Dreiecke oder so formen. Also einfach das, auf was ihr Lust habt. So. Ja, entweder formt man sowas oder eben kleine Kugeln. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich mache kleine Kugeln. So, das sind natürlich jetzt nur drei kleine Kügelchen. So viel ist ja nicht übergeblieben bei meiner Seife, die ich geschnitzt habe. Aber wenn man mehrere Seifen schnitzt, dann hat man vielleicht ja noch mehr Seifenreste über. Und diese Seifenreste, auch zum Beispiel, wenn man verschiedene Farben hat, kann man die ja zusammenmischen. Ja, und die kann man, wie ihr jetzt seht, hier einfach zu irgendeiner neuen Form formen. Die müssen natürlich jetzt sehr gut trocknen. Und wenn die trocken sind, dann kann ich die so einfach als kleine Seifenkugeln verschenken. Die kann man auch ja, hübsch noch bei einem Geschenkchen dazu machen. Vielleicht in eine kleine Tüte reintun oder in ein kleines Beutelchen. Und das ist ein wirklich schönes Geschenk. Wenn euch das gefällt, dann klickt doch auf den Daumen nach oben oder kommentiert das Video. Habt ihr vielleicht sowas auch schon mal gemacht? Was gefällt euch besser, die Seifenkugeln oder die Seife, die ich letztes Mal geschnitzt habe? Schreibt das alles in die Kommentare, abonniert den Kanal, falls ihr ihn noch nicht abonniert habt und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Do It Yourself Inspiration. Tschüss!